Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Dying Light 2 und ich würde sagen, wir machen jetzt wieder weiter. Okay, ich bin jetzt gerade wieder hier gespawnt. Ich glaube, da haben wir auch in der letzten Folge dann aufgehört, weil da sind wir auch immer gestorben und dann sind wir, glaube ich, auch hier gespawnt. Und ja, wir müssen ja jetzt immer noch, also wir machen jetzt immer noch bei der Mission, also die haben wir in der letzten Folge gemacht, die müssen wir jetzt noch zu Ende spielen und ja, da müssen wir jetzt noch in dieses Lager rein und da sind ja wieder Banditen und ja. Da sind wir da leider mal gestorben in der letzten Folge und ja, ich habe gerade gesehen, dass wir hier noch so eine Kiste haben. Oder so eine Truhe halt. Okay, Militärmedikit und Aufputschmittel und Sanitäterweste. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier raus und rennen noch mal kurz dorthin. Ist jetzt zum Glück eh nicht so weit und ich hoffe mal, dass wir es das jetzt dann schaffen. Hier hole ich mich ganz kurz ab. Okay, noch ein bisschen mal zu 100 Meter und das ist eh schon wieder da. Warte mal, kann ich hier reinschauen? Hier ist ein Taxi. Und da haben wir ein bisschen Geld. Okay, und alle ist es schon wieder. Sind schon wieder da. Wir haben immer noch unsere Pyramidenklinge hier. Die ist echt saugut. Oh, der ist schon tot. Warte, von der Haltbarkeit her. Ja, die ist noch fast ganz oben mit der Haltbarkeit. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier nach oben klettern und dann kommen wir wieder in dieses Lager rein. Aber ist dieser große Gegner da? Ist auch wieder da? Ich denke aber mal schon, ich denke, dass alle wieder da sind. Die ignorieren wir jetzt erstmal und wir gehen hier weiter nach oben. Kann ich mich irgendwo hier... Ah, hier geht's. Ja, ich werde schon wieder gesehen. Aber von wem? Warte mal, ist dann sogar eine Windmühle wahrscheinlich bekommen und eine Sicherheitszone oder so. Oder warte, ist das jetzt schon markiert? Wahrscheinlich dann, wenn wir die Mission nicht fertig haben. Warte, da mache ich direkt einen Dropkick. Boah, das war schon mal geil. Dann ist der schon mal tot. Den killen direkt. Komm schon. Der ist tot. Boah, da kommen aber ziemlich viele. Der ist auch tot. Und der ist auch tot. Dann steht hier noch einer. Der macht irgendwie gar nichts. Den haben wir auch. Okay, da kommt der nächste. Warte mal, das war irgendwie daneben. Den haben wir auch, passt. Aber ist ja groß, deswegen wirklich niemand da. Anscheinend. Oder vielleicht irgendwo da drin könnte auch sein. Okay, warte mal, looten würde ich jetzt ja ganz gerne erstmal. Da haben wir ein Ziegel, den brauche ich nicht. Da liegen noch ein paar herum. Warte, wir schauen mal ganz kurz hier nach oben. Na, ja, das ist dann wirklich eine Windmühle oben. Also ein Windrad meine ich. Okay, warte mal, weil hier waren auch noch auf jeden Fall ein paar Gegner drin. Eine primitive Keule. Ah, da sehe ich schon welche. Ah, warte mal, eine sieht mich da. Und wir müssten eigentlich nur hier nach oben kommen noch. Aber wie? Ah, warte mal, hier. Geht's ja nach oben.
Okay, da muss ich was knacken. Also ein Schloss hier. Das ist schwer. Sollten wir eigentlich schaffen. Warte, wir haben es schon fast. Und wir haben es. Okay, mach hier mal zu. Dann schauen wir mal hier ran. Okay, ein Klempnerhammer und Harz. Okay, ich glaube, sonst haben wir alles. Ja, unter uns wären noch ein paar Sachen. Warte, da komme ich nicht rein. Okay, aber irgendwie... Ja, hier komme ich jetzt nicht weiter nach oben. Ich schätze mal, ich muss dann irgendwie... Da drüben irgendwie nach oben oder so. Na, warte mal, eine Notiz. Oder warte, vielleicht irgendwie hier außen oder so? Das könnte auch sein. Ja, da könnte man auch irgendwie drauf. Das ist irgendwie so ein Teil, wo man sich draufstellen könnte. Gehen wir mal hier hin. Ja, das bringt mir, glaube ich, alles nichts. Ich muss, glaube ich, da weitergehen. Ah, warte mal, hier komme ich ja nach oben. Ja, aber ich komme jetzt hier auch wieder nicht weiter nach oben. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir dann wieder sterben. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Blockkick. Boah, das liegt da in die Stacheln rein. Der ist da hier unten. Na, da war ich schneller. Der ist tot. Dann müssen wir irgendwie hier nach oben kommen. Boah. Warte mal, den haben wir gleich. Oder er ist tot. Aber warte mal. Wir haben den Lieutenant oder so getötet. Und einer fehlt uns noch. Warte, ich muss ein bisschen warten. Mir fehlt die Ausdauer. Da war noch einer. Da ging es nur einen Lieutenant, müssen wir noch töten. Warte mal, ist sie doch gestanden irgendwo. Achso, okay, da steht immer auch das hier. Okay, jetzt ist wieder Nacht hier. Wieder eine Keule. Also, es sind noch echt richtig viele Sachen, die wir eigentlich mitnehmen könnten. Okay, wieder ein Ziegelstein. Dann schauen wir hier mal rein. Warte, da ist auch noch eine Truhe. Warte mal, das kann ich mitnehmen. Da komme ich immer nicht durch. Okay, hier ist es. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo nach oben kommen. Ist hier irgendwas drin? So viele Ziegelsteine irgendwie herum. Warte mal, da unten ist sowas in dieser Box. Aber Gegner sich jetzt auch irgendwie gerade keine. So, noch eine Tasche.
ich jetzt irgendwo noch. Komme ich jetzt irgendwo hier weiter nach oben? Warte mal da. Achso, dann bin ich wieder hier. Ich muss jetzt irgendwo mal weiter nach oben kommen, aber ich habe irgendwie keine Ahnung wie. Oder halt wo. Das gibt's doch gar nicht. Oder warte, muss ich da irgendwie. Na, mit einem Gleiter? Ich weiß es nicht, könnte eigentlich auch sein, aber. Ich glaube irgendwie nicht. Kann ich mich da eigentlich festhalten dran? Ah, das geht sogar. Das geht leider nicht. Nein, 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 nein. Boah, nicht runterfallen. Alter, war das knapp. Ja, da muss ich ihn wieder oben kommen. Warte mal, ich kann da rumklettern. Kann ich mich da irgendwie festhalten? Nein! Boah! Alter! Das war ja ultra knapp gerade. Alter, ich hab keine Ahnung, wie ich irgendwie nach oben kommen soll. Nein, nein, nein. Boah. Ich check's nicht, ich finde hier keinen Weg, wo ich irgendwie nach oben komme, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ich schau mich hier nochmal ein bisschen um, das gibt's ja gar nicht. Muss irgendwo weiter nach oben kommen. Warte, da sind ein paar Sachen, also ein paar Rucksäcke oder so, oder Taschen, die ich suchen können, oder? Okay, geht eben gerade nicht hier. Vielleicht haben wir die auch schon. Okay, ein bisschen Schmuck. Warte mal, da komme ich doch noch weiter nach oben, oder nicht? Ja, okay. Obwohl, da würde ich jetzt auch hinkommen. Aber warte, jetzt hier. Okay, da müsste ich noch irgendwie weiter nach oben kommen. Alter, kann ich mich festhalten? Okay, ich glaube, wir haben es, oder? Einfach hier außen. Dann hier rüber. Ah, jetzt sind wir da. Warte mal, wir müssten noch ein bisschen weiter nach oben eigentlich. Ich glaube, hier sind wir schon richtig. Dann schauen wir mal kurz hier rein. Okay, wenn ein Aufzug. Da komme ich nicht weiter. Kann ich hier den Aufzug benutzen? Wahrscheinlich ja nicht. Na, da geht's weiter nach oben. Stimmt, heilen sollte ich mich mal. Okay, einmal noch. Okay, ich denke mal, wir müssen hier irgendwie nach oben kommen, oder? Okay. Und jetzt sind wir richtig. Okay, und jetzt? Ah, warte mal da. Ah, hier müssen wir rein. Hat sie nicht alle.
Was du nicht sagst, Sherlock. Er hat Jahre darauf gewartet, diese Nummer abzuziehen. Wir schnappen ihn und die Reste seiner Gruppe schon früh genug. Es ist niemand übrig. Wir haben sie alle getötet. Na, Avery, genau nach dir habe ich gesucht. Na, noch einer von Francis' Todesengeln. Schon lange hier? Lange genug, um zu wissen, dass du einen Jungen zu Tode gefoltert hast. Weißt du, er hat mich angegriffen. Hab den Jungen noch nie vorher gesehen. Und die Folter? Nun, das ist nur so ein Hobby von mir. Sein Fehler, mich zu provozieren. Was für eine Scheiße. Zumindest über dich hat Francis nicht gelogen. Du bist in ihr Territorium einmarschiert und Fitz wollte nur reden. Was ist passiert? Wahrscheinlich Francis. Dann um die Wahrheit zu sagen, ich war bereit zu reden. Ich habe einen Mann mit einer Karte geschickt, um eine vernünftige Teilung des Gebiets vorzuschlagen. Und das Nächste, an das ich mich erinnere, ist dieses verrückte Kind vor meiner Tür. Mein Bruder hat ihm was ins Ohr gesetzt. Sowas macht er andauernd. Ja, ich bin also Francis Plan B, um dich zu töten. Und wie bei Fitz fällt nichts auf ihn zurück, wenn du mich zuerst tötest. Ja, aber eins hat er vergessen. Was ist, wenn wir miteinander reden? Vielleicht sollten wir ins Geschäft kommen. Geh zurück und töte ihn. Und ich verzichte darauf, meine kleine Vorliebe nächstens an dir auszuleben. Und ich lasse Daisy und Paul wissen, dass das hier jetzt mein Revier ist. Und zwar alles. Was soll das für ein Geschäft sein? Eins, bei dem wir quitt sind, nachdem ich diesen dummen Jungen töten musste. Hier bleibt ihnen nichts mehr. Deshalb können sie genauso gut verschwinden. Wenn sie das nicht tun und wir uns zufällig über den Weg laufen, in meinem Revier, nun, dann geht es für sie nicht besser aus als für diesen blauäugigen Jüngling. Zum Teufel damit. Keine Chance. Wie du bist. Schnappt ihn euch! Dann könnt ihr erstmal kämpfen. Alter, ist schon tot? Mehr hält er nicht aus. Und tot. Alter, es hat ein paar Sekunden jetzt gedauert. Okay, das war's. Warte, mir kann ich doch. Ach so. Horusauge? Verflucht. Das muss Fitz sein. Sieht nach einem qualvollen Tod aus. Zeit, dass Francis dafür blutet. Okay, warte, dann schauen wir erstmal hier rein. Okay, sind beide leer. Dann schauen wir hier rein. Ein paar Zigaretten. Okay, Loot haben wir schon alle. Warte mal. Achso, das sind doch die beiden, die da leer sind. Warte mal jetzt. Da geht's aber mal richtig durchsuchen. Keine Ahnung warum. Brennstoffbehälter in der Nähe. Okay, müssen wir zu ihm zurück. Ich würde sagen, ach warte mal, da unten ist da so ein Teil vom Gleiter. Da fliegen wir jetzt erstmal rüber. Ah, scheiße, das ist ein Heuler. Ich glaube, da sollte ich noch rüberkommen, oder? Warte mal, da krieg ich noch rein schon. Waren wir hier noch gar nicht? Werkzeuge, okay. Warte, ich muss irgendwo hier nach oben kommen.
Warte, scheiß drauf, dann benutze nicht das hier. Ah, warte mal, da gibt's doch was zum Mitnehmen, ein paar Pilze wieder. So, wieder Kamille. Und dann hier nach oben. Dann können wir ganz schön mit dem Gleiter da nach oben. Da muss ich dann nicht lange herumklettern. Aber warte mal, habe ich das nicht eigentlich geholt mit diesem... dass ich mich da um 180 Grad drehen kann, wenn ich springe oder so? Warte mal, hier bei Parkour. Ja, der Drehsprung hier. Okay, hab ich geholt, geil. Hab ich noch nie verwendet eigentlich. Aiden, du bist zurück. Wer sind das überhaupt? Hast du es geschafft? Ich meine, ich bin so froh, dass du wieder hier bist. Puh. Fitz, geht es ihm gut? Alle sind tot, genau wie du es wolltest. Fitz und Avery eingeschlossen. Zeit, dass du dazu kommst. Warte kurz. Wenn Avery fort ist, dann bin ich jetzt der Chef. Seine Männer werden sich um mich scharen. Keiner kann mich aufhalten, die Macht zu übernehmen. Und bestimmt nicht Daisy oder Paul. Und todsicher nicht du. Ach, scheiße. Oh, Alter. Okay, es könnte ein bisschen schwieriger werden hier. Molotow. Okay, brennen schon mal alle. Außer er. Komm schon. Ach komm, scheiße. Ja, er war daneben. So, der ist eh gleich tot. Okay, von ihm ist der Schädel schon mal unten. Ah, scheiße. Aber noch der eine hier. Und das war's. Genauso wie Fitz. Ich gehe besser zurück zu Frank. Paul werden die Neuigkeiten nicht gefallen. Und die arme Daisy. Scheiße. Okay, dann nach hinten. 200 Meter. Warte, meinen Wurfschwert brauche ich eigentlich nicht. Noch eine Waffe nehme ich einfach mal mit. Ist hier noch irgendwas drin? Danke, ist leer. Hier ist eine Kiste. Okay, Mittel sollte gehen. Ja, warte mal, da haben wir es, glaube ich. Ach, scheiße. So. Okay, dann noch ein bisschen weiter nach rechts wahrscheinlich. Und wir haben es. Okay, dann würde ich sagen... Ah, warte mal, vielleicht hier... Hier nach oben und dann... mit dieser Seilrutsche darüber. Okay, da dann glaube ich nach oben, oder? Oder irgendwo anders. Karte... Okay, noch weiter geradeaus.